Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten Skat Battle on Deux. Herzlich willkommen, Eddie. Ja, guten Morgen. Bevor wir einsteigen, mal wieder aus guter Tradition ein kurzer Blick in das Highlight der letzten Serie. Da ist ja eine richtige Perle vorbeigekommen. Ein echt interessantes Spiel. Spiel 7, ich habe es hier schon mal aufgedeckt. Du sitzt in Hinterhand, hast ja ein sehr schönes Spiel verloren. Was Ja, ich habe ist. erstmal ganz gut gefunden und dann hatte ich vermeintlich ein sehr gutes Spiel. Und dieser Aufschlag Pik 9, Pik 7, der war natürlich, da stand ja eigentlich fast schon alles drauf, so in Wirklichkeit. Und du sagst es dann, glaube ich, ziemlich schnell 60. Und diesen Weg für 60 habe ich natürlich auch sofort gesehen. Aber ich hatte ja ab dem Moment, nachdem dieses Spiel zu Ende war, die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dieses Spiel hätte irgendwie besser spielen müssen und auch gewinnen können. Und es sollte sich ja dann tatsächlich herausstellen, dass dem auch so war. Ja, in der Tat. Wir haben hinterher uns das natürlich nochmal angeschaut und ich muss ja sagen, ich habe es nicht gesehen. Hab gestaunt, dass du das so schnell in der Serie schon, sag ich mal, erkannt hast. Ich habe den Weg nicht gesehen, ganz offensichtlich, sonst hätte ich ja nicht mit der Pik 9 geöffnet, wenn ich diesen Ausweg für dich noch gesehen hätte. Man muss natürlich hinzufügen, ich wusste natürlich noch nicht zwingend, dass Pik König gedrückt war. Wenn der Pik König nicht unten ist, dann ist das natürlich eine schöne Falle, wo sowieso so oder so gar keine Wehr für dich bestanden hätte. Ja, Ja. so habe ich damit die Tür ein kleines bisschen aufgemacht, ne? Ja, tatsächlich, ja. Obwohl es ja für dich auch wirklich so aussah, als wenn diese Pik 9 komplett ungefährlich ist. Und das ja auch ein wirklich seltenes Motiv ist, was dann in dem Spiel tatsächlich zum Sieg geführt hätte. Wollen wir an der Stelle vielleicht nicht mehr verraten, wen das nochmal interessiert, wer da sich jetzt angesprochen fühlt, der kann ja mal rausknobeln, auf welchem Weg Eddie das Spiel hätte gewinnen können. So, und dann würde ich mal sagen, ab in die nächste Battle. Ich mache den Tisch auf. Eddie macht einen Tisch auf, da ist er schon, ich bin dabei. Ariel ist schon da. Good Blatt, auf sie mit Gebrüll. Gut Blatt. Auf sie mit Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. So, wir wollen ja hier nicht gleich mit einer Arbeitsverweigerung starten. Und was machen wir? Was machen wir? Also zum Warmwerden so ein bisschen bedeckt halten und dir zumindest im Aufschlag die Chance geben, nochmal was falsch zu machen. Deswegen nur einmal offen. So, Mensch, sitzt die Karte schön artig. Richtig schön artig. Pauschal, erster Eindruck ist absolut Schneider. Der zweite Eindruck wird wahrscheinlich nichts anderes ergeben. Ja, da auch noch Da der wir nicht wissen, Karo. wie viel eingefasst in dieser Liste jetzt kommen, spielen wir mal ein bisschen. Da der Karo Bube jetzt natürlich hier blank stand, gibt es nur einen Trumpfstich und Pik 2-2. Perfekt. Vielleicht spielt Daniel noch mal Pik König Was ist nach. denn hier passiert? Ich denke, Ah ja, okay. jetzt willst du es aber. Daniel spielt nicht Pik König nach. Ich war ganz überrascht, dass das Spiel noch weiterging und ich am Stich geblieben bin. Den wollte ich dann auch nicht mehr. Da kann man ja mal 18 sagen. Immerhin ist die Drückung nicht so schnell wie sonst immer bei dir. Herz geschlossen. Herz geschlossen. Bitte kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Bitte kommen Sie. Ach du Elend. Pik 10 Lusche. Ich glaube, der war nicht blank. Attraktiver geht's nicht, ne? Oh, 4 Trumpf dagegen. Ah, Kreuz 2-2. Und du hast die ganzen Vollen, also. Dieses Spiel nicht einmal, ach so, wegen Kreuz aus Doppellusche, ja, okay, das erklärt einiges. Ja, ich denke mal, das hilft mir jetzt natürlich beim Endeu. Habe ich in dem Fall mehr Vorteil, die Karte schon zu sehen. Denn ich kann natürlich jetzt
Erstens weiß ich, dass Kreuz 2-2 steht und zum anderen weiß ich, dass gleich ein kleiner Trumpf-Unterzug besser für mich ist. Und den machen wir jetzt einmal. Oh, wieso kann ich eigentlich den letzten Stich nicht mehr sehen? Okay. Spielt ja auch alles keine große Rolle. Achso, Trumpf Unterzug nebst siebten Kreuz abwerfen für Rest. Ah, das ist ja auch eine ganz einfache Variante. Ja, Trumpf Ass ist natürlich dann sonst gefährdet und jetzt ja, machen wir es auch so rum. Ja, das sind die schönen Motive im Mondeux, wo man diese Gabeln schon früh aufbauen kann. So, der geht mal als 0 Ouvert durch. Zwei Kreuz gedrückt, aber nichts los. Zwei Kreuz gedrückt und trotzdem gewonnen. Tja. So, da bin ich ja wieder gut aus den Startlöchern rausgekommen. Jetzt kommt der erste Konter, die erste Hausnummer auch doppelt offen und sitzt auch gut, würde ich denken. Doppelt offen, Pik Ass 10 stehen immerhin bei dir, alles andere, achso, und Kreuz Ass steht auch noch bei dir. So, jetzt kann man hier sogar die Trumpflusche spielen. Ich denke, das wird nichts verändern. Ich will nur nicht immer so schnell spielen, weil da passieren immer die größten Unglücke. So. Hier passiert aber nichts. Sogar ein Pik fallen ja hier nur ganz 14 klein, Augen. kleine 14 Augen. So, und was machen wir in Karo? Da ist auch nur ein Voller hinten, um zu schmieren. Da kommen wir sehr gut raus. Irgendwo zwischen 40 und 50 müssten wir einlaufen, ne? Ja, sowas in 25, 41, also 48 oder 47. Nehmen wir direkt mit. So. Ah, zu dünn. Pik Jung. Da lag er wieder. Pik Jung war drin. Ich habe einen Rollmops mit zwei Assen allerdings. Zu dünn, trotzdem 18. Wunderbar, wunderbar. Ja. Glaube, dass die höhere Gewinnwahrscheinlichkeit dieses Spiel hat, wobei das auch nicht zwingend so sein muss, aber. Reden wir denn jetzt wieder zwischen 95 zu 96% oder irgendwo, wo es Ich jetzt würde sagen, interessant das wird? Spiel hat so um die 78% eher. 78, na dann. Oh, ein 0, ein 0. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte nicht null gereizt. Ja, und da sieht man es schon. Da sieht man es schon. Ach, Bube, gut, du wirst natürlich zwei Herz gedrückt haben, alles andere, sonst würdest du nicht von Du dieser hast sehr guten Chance ausgehen. zwei So. Blanke sogar gehabt, bist du. Fünfmal Kreuz. Dreimal Pik. Zwei Herz gedrückt. Zwei Karo im Blatt. Das ist einer der 22% der Fälle, der nicht funktioniert. Würde ich mal so sagen, dass ich da ganz locker mit Karos loslaufen kann. So, selbst wenn ich jetzt Karo 8 und 9 gedrückt habe. Ja, wenn du Karo 8 und 9 gedrückt hast, dann fällst du ja jetzt gleich auf. Aber wenn du ein Karo und ein Herz Habe. gedrückt hast, dann hält das Ding. Und das ist jetzt natürlich wieder die Geschichte. So ein ähnliches hatten wir bei mir ja auch, ne? Bis hierhin konnte ich ganz locker spielen. Und jetzt geht's nochmal los. Du gibst mir hier die Karo 8. Das ist natürlich Ganz tricky. völlig unerheblich hier, ob du vielleicht sagt das mir sogar eher, dass du tatsächlich mal Herz Dame im Blatt hast. 8 und 9, 8 und 9 mit einem 5er-Feld und einem 3er-Feld. 8 und 9. Ich sag, du hast Herz oben. Bei dem Null, echt? Naja. Ja, dann würde ich sagen, ist die Geschichte erledigt und Eddie gewinnt 0.
Ja, ich habe ja auch so gefunden, dass ich 0 dann vielleicht doch ansagen musste. Ach so, du hast so lange überlegt Ja, ich habe überlegt. und dann doch 18 gesagt, ja. Dann habe ich 18 gesagt. Das war auch nicht erbaulich, muss ich sagen. Das war nicht erbaulich. Viele Möglichkeiten. Was machen wir denn da jetzt draus? Herz mal wieder, mein Lieblingsspiel inzwischen. Das geschlossene Herz. Spielst Herz geschlossen. Wow. 21, Trumpf, Kreuz, Ass und Herz 10 gedrückt natürlich, logisch. Trumpf 10 und Kreuz Ass gedrückt sind 21, 31. Wie viel Trumpf haben wir denn dann überhaupt oben, wenn wir Trumpf 10 gedrückt haben? Das ist ja sehr, gar nicht so viele Trümpfe, die Sie da haben, Herr Schäfer. 5 und 3 sind Viel, 8. viel sind das Also nicht. zwei, ein Zweitrümpfer und erstmal Stärke präsentieren, Trumpf spielen natürlich. Das gefällt Ja, mir. das natürlich gefällt dir das. Habe ich denn bessere Züge? Wahrscheinlich nicht, aber du kriegst jetzt noch irgendwie so viele Asse kann man eigentlich gar nicht gedrückt haben. Ne? Wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Ach so, ja, doch, Ja, erst leider, den kann leider, ich. leider. In Karo kriegen wir nicht das Bild raus und Den hast du schon wieder auf 61 mit zwei Königen ausgezählt, ne? das war die Idee, aber ich habe Ja. das, oder eine 10, aber ich habe das Gefühl, es sitzt hier weder das eine noch das andere. Lass mich das mal gerade nochmal Ja. überprüfen. Schnelles Spiel ist der erste Fehler. So oder so kommst du immer mit der Karo 10 auch wieder nach vorne, kannst noch den letzten Karo bringen. Ich habe das Gefühl, das war wirklich keine gute Findung. Ja, komm, da geht ja nichts kaputt. Da geht nichts kaputt. So. Ich krieg die Herz 10 nicht. Ich krieg die Pik 10 nicht. Ich krieg ja wohl nicht mal den Pik König. So, Aufgabe. Das ist jetzt auf jeden Fall auch ein Spiel, was man im richtigen Skat nicht gesehen hätte, dass hier ein Dreitrümpfer Herz angesagt wurde, sondern da wäre wahrscheinlich doch eher der Fünftrümpfer mit beiden Trumpfvollen und zwei Seitenassen angesagt worden. Ja, sechs Augen gedrückt wäre auch ganz attraktiv gewesen, aber diese Herz 10 im Dritt beim Rondeau auch sehr offensichtlich. Wir wären auch direkt natürlich vier Trumpf gestanden und Herz zu viert, also das Ding hätte ich auch nicht gewonnen. Ja, so mit einer blanken Die 10. Oma war mal wieder besattelt. Die Oma war besattelt. Die Oma war dick besetzt. So, was machen wir hiermit? Was Irgendwie machen habe ich gerade das Gefühl, dass Daniel keine gute Phase hat. Erst unglücklich beim Null agiert, dann ein Dreitrümpfer angesagt, der nicht ging und jetzt schon wieder am Gucken. ja. Habe ich Die das richtig analysiert, Daniel? Tiltphasen beim Rondeau, die kommen ja immer schnell, ne? Und das geht manchmal ratzfatz und du bist stark unter Na gut, Beschuss. die Phasen, die du hast, die nennt man ja nicht Tilt, die nennt man höchstens ein bisschen mit Adrenalin vielleicht versehen. Ui. So, aber doch so gut die Karte. Drei Ja. Alte und eine 10 und ein Ass sind in der Hand. Kein Trumpfstich, das ist auch schon mal ganz gut. So, Karo 10, Lusche, Pik, Ass 8 und Kreuz 7, 8. Ja, kommt an, ja. Ja, na, ich bin natürlich mal Kann nicht ja hier sorgen. sowieso nicht.
abwerfen irgendwie. Ich bin natürlich meine Sorgen los in dem Moment, wo Trumpf nicht zu Kein viert Trumpf, kein steht. Trumpf sticht draußen. Ja, jetzt steht das Cover auch noch blank. Was soll ich sagen? Das weiß ich nicht. Hätte man mal Karo 10 oben gehalten, ne? Das wäre eine Variante Dann hätte man gewesen. Schneider gespielt. Ja. So, so ist egal. Okidoki. Karo Aus. 10 oben doppelt offen, 30 Punkte schon wieder liegen gelassen. Oh Mensch, da kommen aber auch heute die Einschläge, du. Alles so Dinge an der Kante. Alles so Dinge an der Kante. Zwischen haben und wollen. Ich sag wieder 18. Ich sage wieder 18. Und ich sage, dein Gegner in diesem Spiel sollte es einen geben, bin nicht ich, das ist die Oma again. Again die Oma, ja. Jetzt. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel verraten war, Ah, die Oma hat sich wieder vollgesogen, das ist doch schon gut zu wissen. Jetzt. Ah, ich darf ja auch nicht zu viel verraten, sonst du ein kleiner Hinweis und du hast ja wieder alles schon ausgeguckt. Ich naja. liebäugle jetzt mit dieser Drückungsvariante. Ich liebäugle, aber liebäugeln alleine. Liebäugeln. Ich liebäugle auch mit dieser Variante. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist ja schon mal die gute Nachricht, ne? Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Ja, und da wollen wir mal direkt in den Schnitt gehen. Ach du Scheiße. Die Oma wieder. Du hast es ja gesagt. Ich hatte es erwähnt, ja. Ich könnte jetzt Kreuz 7 spielen, nebst Karo 9 Abwurf, um erstens zu gucken, wie du gedrückt hast, gleichzeitig wahrscheinlich. Obwohl du hast natürlich sehr wahrscheinlich Trumpf 10 sowieso gedrückt. Ist das überhaupt schlau? Dann nervst du mich mit deinen ganzen Piken, mit deinen ganzen. Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt alles egal. Um herauszufinden, ob du Ich denke, Trumpf du hast 10. Luxusprobleme, ne? Ich denke, du hast Ich weiß Luxusprobleme. es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ja, der Daniel wieder. Er will Hey nicht Daniel. die Arbeit verweigern, er will die Oma herausfordern. Ja. Ich überlege. Leute, schaut euch das an, was dann passiert, wenn ihr es euch mit der Oma verscherzt. Ja, ich will ja wirklich jetzt nicht hier. Das ist ja. Ich glaube, die sicherste Variante ist, den zu spielen, nebst den, dann den. Gibt es denn jetzt hier noch wirklich komische Drückvarianten, die durch diese komische Geschichte hier eventuell zur Niederlage führen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lasst dir Zeit, wir wissen ja beide, zu schnelles Spielen, zu überhastet, das sind die üblichen Fehler, die beim Skat passieren. Was hat der Daniel hier gemacht? Karo Ass Lusche und Herz Ass Lusche oben gelassen, um natürlich da eventuell genug rauszuschneiden und dann Trumpf 10 und Kreuz volle gedrückt. Aber wie du ja schon korrekt erwähnt hast, gibt es hier mehrere Varianten. Ist übrigens sehr analog, kann ich mal sagen. Deswegen war ich vorhin so am Schmunzeln. Ganz analog zu meinem eben getauften Drei-Trümpfer. Nee, Zwei-Trümpfer. Ja. Da hatte ich zwar zweimal Ass-Dame und auch wieder diese 10 im Dritt mit einem Fünfer-Trumpffeld, was ich dann nicht taufen wollte. Hier habe ich zwar einen Buben, weswegen ich jetzt einen Trumpf mehr habe, aber. Und statt Ass-Dame, Ass-Dame, diesmal auch Ass-Lusche, Ass-Lusche. Aber in der Summe habe ich sofort nach der dusseligen Skataufnahme das Gefühl gehabt, dass ich vor genau den gleichen Problemen stand wie im Spiel davor. Und das ist auch nicht viel bessere
Lösungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht habe ich meine Chance etwas stärker eingeschätzt, weil ich eben die Damen nicht geführt habe, sondern die Luschen unter den Assen. Aber wir sehen ja, was dann los ist. Die Oma hat sich vollgesogen, ist eine Farbe frei. Die Oma hat sich vollgesogen, ist eine Farbe frei. So, aber jetzt müssen wir ja auch mal irgendwie. So, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass Daniel mich nerven könnte in diesem Spiel hier mit den ganzen Kreuzen. Daniel könnte mich nerven mit den ganzen Kreuzen. So, 21,7. Wo kriegt er eigentlich jetzt den letzten Vollen her? Das ist noch nicht ganz sicher. Ich gebe hier natürlich jetzt wirklich eine Drückvariante. Je nachdem, was ich jetzt mache, dementsprechend könnte Daniel gedrückt haben, dass das alles doch gar nicht so gut ist. So, was hatten wir jetzt hier gesagt? Achso, genau. Ja. Ich weiß, ich spiele es jetzt trotzdem mal bekloppt. Wir gucken einfach mal. So, okay. Das spricht jetzt natürlich alles noch viel mehr dafür, dass ich recht habe. Ja, Die Frage ist nur, ob da. das wird dich ja nicht beunruhigen. Jetzt müsste ich jetzt Karo Ass gedrückt haben. Das wäre jetzt cool, ne? Aber dann kann ich ja auch nicht gleichzeitig. Doch, Karo Ass und Kreuz 10 wäre jetzt ganz gut, ne? Ja, du sagtest, ich nerv dich vielleicht mal mit Kreuz. Okay, machen wir. Jetzt müssen wir nur mal kurz überlegen. Also 21,31. So, 31, 46, 52. Das wär's natürlich wirklich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Ich wusste es genau. Ja, der war sehr fahrlässig gespielt und schön gedrückt von dem Daniel. Ah, da Schön hat gedrückt von dem Daniel. nicht zu früh wegschmeißen und da sind dann auch wieder die beiden Asse im Stock. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt auch genau steht, dass ich die Dame spiele von dem bestellten Ass von ihm. Das ist wirklich brandheiß. So, Kreuz. Das ist filmreif und das Schöne ist, ausnahmsweise sind wir ja hier sogar mal beim Film. Ausnahmsweise Kreuz. Ah. Ja, ich habe das Gefühl, die Drückung ist gerade aufgeflogen, aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aus und gewonnen. Gefunden. Du überlegst, ob du reizt. Das kann das. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Das findest du verdächtig? Ja, es ist auch verdächtig.
Aha, ich Okay. sehe erstmal ein 6-5 Kreuz mit 10, Kreuz 3. 10, Blank. Kreuz Ass König, 2 schwache Pik, 2 schwache Herz. Gut, da wirst du sehr wahrscheinlich Kreuz Ass König im Blatt haben. Dann nützen mir hier die 4 Trumpf wohl auch nichts. Muss ich irgendwie komisch abwerfen? Nö, ich kann ja ohnehin keinen Vollen da erzwingen. Ja, weg ist weg. Gucken wir mal, wie du gedrückt hast. Zwei Herzluschen. Jawohl, dann natürlich noch Kreuz König und Pik Lusche König. Nicht mal blank stellen, der Pik 10 bringt was. Herz 10 kann ich dann auch nicht an dir vorbei schleifen, denn du hast ja nicht Lusche Dame, sondern Lusche König. Dann können wir es auch ganz easy spielen. Geöffnet. Wo kommt diese Herzdame jetzt her? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Sechsmal Trumpf und er schnippelt. Er schnippelt und hat wieder alles richtig gemacht. Ja, auch relativ. Also, Habe ich zu lange gezuckt, bis der kam, ne? Hast du ihn mir nicht mehr für blank abgenommen? Muss ich sonst mit meinen Blanken ein bisschen mehr. ich hätte jetzt gedacht, dass du dir sogar eine Strategie, dass der Blanke jetzt erstmal 10 Sekunden verzögert wird, damit er nicht mehr so blank aussieht. Ah, okay, das hast du schon Auf jeden berücksichtigt. Fall sieht es jetzt eventuell nach Schneider aus. Ich weiß nicht, ob. Ja, was soll da noch? Ich schaue, wir machen gerade genau 2 Stiche, mehr ist da ja nicht zu. Steht sogar die beiden alten blank. Ich werde mal den Rest direkt schenken. Denn 3, 18, 21 kriegen wir noch. Ja, der sieht ja wieder gut aus. Ist auch wieder mal gar nichts los, ne? Da ist nichts los. Da kommen wir gut raus. Einmal Herz tauchen. Zum Glück Herz Ass nicht blank. So. Eddie hat sich einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Du hattest es ja zwischendurch noch angemerkt, ne? Gefühlt gewinnt immer der, der den Tisch eröffnet, ne? So gesehen jetzt Ja, hier auch fair, dass ich dich ab und zu auch mal einen Tisch eröffnen lasse. ich habe auf jeden Fall, ich habe. Oh. Ja. Geschlossener Geschlossener Gelang. Das sieht man beim Ondu ja übrigens ganz selten. Das sieht man ganz selten, Ist ja. ja meistens dann irgendwie so ein Ding, Bauernschlag. was doch so ein Tempoproblem haben könnte, ne? So ein zweieinhalb Farben Gerang oder irgendwo so ein nicht ganz solider Viererzug. Ass zu viert vielleicht irgendwo, wo du ein bisschen Sorge hast. Oder sogar mal irgendwie eine einfach oder zweifach bestellte 10 im Blatt. Ist auch nicht leicht für mich, den aufzuschlagen. Ich sehe natürlich die Chance, dass hier was los ist oder hier was los ist, aber
Der hier, der kitzelt mich, der Aufschlag. Der kitzelt mich oder der? Ich glaube, wir machen mal, wenn es ein Tempoproblem ist, ich glaube, wir machen mal den Aufschlag hier. Aha, drei Buben, viermal Karo, da war die befürchtete Problemstelle. Und dann sind da noch drei Schwächen im Blatt, beziehungsweise fünf vorm Drücken. Herz, sieben Dame, Pik, zehn Lusche und Kreuz blank. Naja, aber vermutlich wirst du Kreuz blank gedrückt haben und Pik 10. Und Herz Dame im Blatt behalten haben. Nee, die beiden Herz gedrückt, Pik 10 oben. Das ist natürlich die zweite Variante. Ja, es war, wie man sieht, jetzt egal. Karo König nicht zu dritt. Deswegen komme ich jetzt auf 49 in den drei Fehlstichen. Ja, wenn Karo König zu dritt steht, dann wäre vielleicht hier die Herz 10 auch noch nicht sofort im ersten Schuss reingegangen. Ne? Ja. Wobei auch das dann der Fehler, es kann ja auch sein, ich habe einfach 13 gedrückt und drei blanke Luschen oben wegen der Geschichte. Aber natürlich hat man Herz 10 dann noch zu laden unter Umständen. So, hier ist nichts mit Abstich und so weiter und so fort. Also können wir jetzt hier ganz normal einfach mal einen Bauern spielen. Ja, ist, glaube ich, auch egal, was ich hier mache. Das hat der Skatspieler so im Blut, diese Hygienemaßnahmen, Abziehen der Einschubkarten, ne? Ja, zumal sie, glaube ich, in dem Spiel jetzt wirklich nichts verändern. 49. Tja, grenzwertig. Ja, wo wäre diese Liste gewesen, wenn Daniel seinen Pik auch verloren hätte? Wo wäre die Liste gewesen? Die wäre nicht gut gelaufen. Auch so habe ich ja halt nicht mal das Gefühl, dass sie besonders Naja, glaubhaft. aber den So. Schönheitspreis und den, du hast den Schönheitspreis und ich den anderen Preis bei dem Spiel gewonnen auf jeden Fall. Na gut, da kann ich doch auch dann Pik mit 10 zwei. oben gelassen, das finde ich echt beeindruckend. Das muss ich wirklich mal anerkennen. Krank zweimal auf dem Hand. Darauf wäre ich jetzt übrigens überhaupt nicht gekommen, tatsächlich. Kurz vor Schluss nochmal versuchen, wieder ein bisschen ran zu robben. 300 war ich ungefähr vor, 300 und ein paar zerhackte. Die hast du mir ja in der Serie locker abgenommen. Mal gucken, wie es nach dem Spiel aussieht. Dann können wir wieder ein bisschen rechnen. Dann ist das wahrscheinlich wieder eng zusammen. Es sei denn, du überraschst mich jetzt und ich krieg das Ding irgendwie mit dem Herz- oder Kreuz-Ass-Abstich auf die Fresse. Also auf jeden Fall, das hat schon wieder ein bisschen in der Eröffnung gedauert. Also dass das jetzt glatt steht, das da glaube ich jetzt schon nicht mehr dran. Guck mal einer an. Jungs zusammen, sechsmal Kreuz, Karo zu dritt, vielleicht Pik auch. Außer es liegt ein Junge zum Beispiel. Außer es liegt ein Junge, ist glaube ich, so können wir Vielleicht dann. liegen auch zwei Jungs. Gut, ich glaube erstmal nehmen wir mal das Karo Ass mit. Das ist ja ganz leicht. Den König wollen wir erstmal haben. Das sind 26. Ja, ich glaube, das ist doch trotz alledem relativ einfach, ne? So kommen wir schon mal Ich glaube das auch auf übrigens. 30. Denn wo soll die Herz 10 von dir untergehen? Kommen wir auf 40. Auf 54. Wie viel hast du? 54 schon. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt. Das Bube hört sich liegt ja jedenfalls richtig nicht. gut an. Das hört sich schon ganz. 23. Meine Herzszene.
Ach, die liegt. Guck mal, dann hatte ich ja noch Licht. deutlich mehr. Spickt mit Herzmuscheln. So, guck mal, jetzt sind es wieder die 300. Aber das lässt du natürlich auch so noch nicht stehen. Es waren 300. So, ich gebe dir eine Chance, Daniel. Danke. Einmal offen. Oh, wieder einmal offen. Ja. Wieder eine Chance, mich zu blamieren hier mit einer schönen Eröffnung, wa? Und der Einzige, der sich hier, ja, So. nee, ganz sicher. Was machen wir denn da mal auf? Der oder der? Gering einmal offen. Ist auch wieder nicht leicht hier. Kann natürlich ein Rohrkrepierer sein. Ist ein Rohrkrepierer. Gering mit Vieren. Na gut. Leicht weiterzuspielen. Oh ja, leicht weiterzuspielen. Ja, einmal Einschub. Schneider frei ist ganz, ganz gut Du hast möglich. sogar zwei. Ne, einen Vollen hast du nur, aber der reicht ja. Oh. So, da geht sie hin und du hast wieder ein glattes Ergebnis gespielt. Ja, aber sagen wir mal so, in dieser Liste trifft wieder das Sprichwort wahrscheinlich ein. Wer schlecht spielt oder wer Fehler macht, bekommt dicke Dinger. Ja, Hoffentlich. wenn es doch immer so einfach wäre, Eddie, wenn es doch immer so einfach wäre. Naja, okay. Okay. Anyway. Anyway, Ja, da ich danke dir schon. haben wir vielleicht das eine oder andere Spiel nochmal anzuschauen in der Heimanalyse und dann freue ich mich schon auf die nächste Serie, wo ich dann Alles. versuchen werde, den ja, Vorsprung, Führungswechsel wieder aufzuholen. Bis dahin. Jo, bis dann. Tschüss.